Hallo und herzlich willkommen zu meinem eigentlich jetzt doch wieder ersten Projekt auf meinem Kanal. Also mich gibt's schon länger, das wisst ihr ja. Die schon mich unterstützt und immer bei mir angeguckt haben, die wissen, dass ich schon lange Let's Plays mache. Ich bin einer spontanen Eingebung gefolgt, weil ich mit meinem Content, also ich bin mit den Spielen, die ich bisher aufgenommen hatte, nie zufrieden gewesen. Beziehungsweise ich habe mir die mal so angeguckt und habe mir so gedacht, nee, da ist der Sound nicht gut, da ist das nicht gut, da habe ich mir keine Mühe gegeben, da habe ich ein bisschen geschlurrt. Und ich war mit dem Design meines Kanals unzufrieden. Nicht unbedingt mit meiner Spielauswahl, sonst hätte ich dieses wunderbare Projekt hier nicht nochmal gestartet. Ich dachte, das hier wäre vielleicht als erstes Projekt hier wieder auf meinem frisch neuen Kanal. Also neu ist er nicht. Es ist zum Neuanfang eigentlich ganz gut. Ich habe es lange nicht gespielt. Sehr lange. Und es ist eines meiner Lieblings-Wimmelbild-Spiele gewesen und ist es auch heute noch. Und da die Story so ein bisschen bei mir in Vergessenheit geraten bin und ich mir auch damals hier nicht besonders viel Mühe gegeben habe. Das heißt, ich habe keine Texte vorgelesen. Ich war etwas langweilig mit dabei, obwohl mir das Projekt echt mega viel Spaß gemacht hat. Und ja, so ein kleines, ich weiß, es dauert hier gerade alles höllisch lange, aber so als erstes Projekt, denke ich, ist das wieder okay. Ja, ich werde das Ganze jetzt so handeln. Es gibt immer zwei Projekte, die von Montag, also die wirklich durchgehend die komplette Woche laufen. Dann werden meine Streams natürlich hochgeladen, die ich auf Twitch mache. Da dürft ihr auch gerne vorbeigucken, wenn ihr Interesse habt. Wird alles verlinkt werden, keine Angst. Ja. Ihr dürft auch gerne auf den Discord vorbeikommen. Auch das werde ich euch verlinken. In der Endcard, wie auch so. Und ja. So viel dazu. Und es wird auch Final Fantasy 14 weiterhin geben. Das ist eines der einzigen Projekte, die noch weiterlaufen werden. Genauso wie Fiesta mit Kaya. Dafür gibt es aber keine festen Zeiten. Final Fantasy werde ich machen, wenn ich Lust habe, wenn ich Laune habe. Also eigentlich immer. Wenn allerdings dann Fiesta-Content mal kommt, also wenn Kaya und ich mal Zeit für haben, mal Lust für haben, hat das natürlich Vorrang, weil das natürlich länger schon läuft. Diese zwei Projekte werden aber hauptsächlich am Wochenende kommen, also von Freitag bis Sonntag. Ansonsten wird es immer um 12 und um 18 Uhr Videos geben. Und ja, ich denke, das wird so erstmal alles sein, was ich dazu zu sagen habe. Wie gesagt, es werden zwei Spiele kommen. Das hier wird immer um 12 Uhr kommen. Dann gibt es noch ein 18 Uhr Projekt. Und ja, ich werde das auch immer versuchen, dass ich so ähnliche Genres mit einbinde. Also Wimmelbild und Point-and-Click zum Beispiel jetzt halt. Das heißt, das zweite Spiel wird ein Point-and-Click-Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Und wir legen einfach los. Stimmt, ich habe hier sonst auch immer die, wenn es Bonuskapitel gab, habe ich selten in Wimmelbildspielen auch die Bonuskapitel gemacht. Ich werde natürlich versuchen, alles. Also, es wird auch für die folgenden Projekte gesagt, es werden keine 100% Runs. 100% Runs werden davor gestellt quasi oder sie kommen in Streams. Also wenn ihr vielleicht mal auf einen 100% Run Final Fantasy oder 100% Wimmelbild Bock habt, schaut am Stream vorbei. Wird natürlich auch alles angekündigt auf YouTube wie auch dort. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit den Seelen von Maple Creek. So, wir haben einmal den Normalmodus und den Expertenmodus. Wähle deinen Spielmodus aus. Tipp und Überspringen werden schnell aufgeladen. Aktivationen glitzern oft. Die Spielfigur gibt mehr direkte Hinweise. In Wimmelbildszenen gibt es keine Klickstrafe. Oder auf der Orte auf der Karte, an denen etwas zu tun gibt, sind markiert. Das ist der normale Modus. Im Expertenmodus. Tipp und Überspringen werden langsamer aufgeladen. Aktive Bereiche werden nicht markiert. Die Spielfigur gibt weniger direkte Hinweise.
In Wimmelbilzeln gibt es eine Klickstrafe. Orte auf der Karte, an denen es etwas zu tun gibt, sind nicht markiert. Wir nehmen den Expertenmodus. So, und jetzt viel Spaß. What happened to me? One minute I was, and now my heart is beating in my ears like hummingbird wings. And my hands are shaking. And covered in blood? It's not the cold that's sending shivers down my spine. It's what just happened. An event I have no memory of. So, möchtest du die interaktive Hilfe in Anspruch nehmen? Nein, wollen wir nicht. So, wir haben hier halt wieder das Menü. Mit Hilfe, weitere Optionen, Hauptmenü. Dann Tipps. Ein noch sehr leeres Inventar. Und Beweise. Die wir aber auch noch nicht haben. So. I remember now. I came to Maple Creek in search of a missing girl. And I'd already started the investigation when... When what? Wait, my notebook. I was renting a room here. I've got to find it. All the evidence I've collected should still be there. Okay. Also weiter zurück geht das nicht. Die Ankunft. Notizen. 11. Oktober 2011. Hier bin ich. Maple Creek. Habe ein Zimmer gemietet. Die Ermittlung kann beginnen. Wie kann jemand in solch einer kleinen Stadt verschwinden? Auf den ersten Blick wirkt dieser Ort wie ein ländliches Idyll. Doch die Stimmung ist alles andere als idyllisch. Sie ist ganz unheimlich. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Okay. So, neues Zimmer. Mein Zimmer. Vermisst. Okay, die Person wird vermisst. Dies muss das Mädchen sein, das verschwunden ist. Nach der ich suche. Und ich gehe mal von aus, unser Zimmerschlüssel. Sieht ja natürlich jetzt alles sehr verwahrlost. Zerstört aus. Vor allem, jetzt muss ja hier anscheinend so eine Art Sturm gegeben haben, wenn hier einfach mal so ein Ast, also ein Teil des Baumes hier einfach so durchragt. Also. Ja. Ein mächtiger Windstoß muss die Tasche dort hinaufgetragen haben. Ah, da hinten. Da sieht man tatsächlich Tornado. Lol. Wie da hinten einfach mal so ein Tornado langfegt. Und wir stehen hier noch. Nur die Macht eines Tornados ist dazu fähig. Okay. Die Frage ist jetzt so, war dieser Sturm normal oder ist er durch irgendwas herbeigeführt worden? So. Hier ist auf jeden Fall ein Kreuzworträtsel. Dann brauchen wir doch einen Engelskopf, eine Briefmarke. Das ist die Briefmarke. Es soll schon mal gesagt werden, ich bin nicht gut im Wimmeln. Das ist der Engelskopf, Unterrock, Springseil, Krawatte. Das ist das Springseil. Terrock. Okay, und Krawatte. Das ist nicht der Unterrock. Das auch nicht. Das ist kein Rock. Okay, aber die Krawatte sehe ich jetzt auch nicht. Das ist der Unterrock. Die eine, die Krawatte? Den Kleiderbügel. Okay. Schnelle Eichel und Mond. Schnelle Eichel und Mond. Schnelle Eichel. Das war die Sonne, kein Mond. Ja, mag auch gehen. Mag auch gehen.
Okay, das ist auch keine Schnalle. Aber den Mond sehe ich auch nicht. Okay, Feder und Schal. Feder und Schal. Da ist der Schal, da ist die Feder. Da ist die Krawatte. Gut, also nur noch Schnalle und Mond. Das wird, ja. Also gut, vielleicht habe ich mir jetzt auch nicht so als der spannendsten Art Spiele ausgesucht für das hier Schnalle, für das erste Projekt. Aber ich bin halt ein großer Fan von Wimmelbildspielen. Und ich wollte halt gucken, ob ich euch vielleicht doch irgendwie mittlerweile dafür begeistern kann. Und wollte mir mal die Mühe geben, hier so alte Spiele nochmal zu machen. Da ist der Mond, oder? Ja. Weil ich in Wimmelbildspielen halt früher echt mega ruhig war. Und deswegen möchte ich halt gucken, dass ich das jetzt irgendwie so ein bisschen ändere. Hilf mir. Gutes Wetter für Wanderwege werden schon bald von Enthusiasten von überall her entdeckt. Okay. Jemand ist in Gefahr. Hat die Vermisste die Notiz geschrieben? Wer weiß. Durchaus möglich. Okay, hier brauchen wir dann wahrscheinlich irgendwann den Kopf, ne? Ja. Oh. Wir können schon. Die Engelsköpfe sind durcheinander. Bringen sie korrekt an. Es fehlen doch immer noch. Okay, es fehlen tatsächlich noch welche. Ach, aber hierfür. Warte, und das denn so? Ah. Okay, und dann kann man hier weitermachen. Verstehe, okay, das kommt dahin. Die hat hier so einen grünen Kragen. Die könnt hier hin. Die könnt dahin. Ich glaube, das ist auch richtig. Hier ist so ein Balken. Die ist traurig. Nee. Okay, irgendwo stimmt noch was nicht. So. Hier fehlt einer der Engelsköpfe. Okay. Hier sind wir also dann noch nicht ganz fertig. Aber wir konnten schon ein bisschen was machen. LOL. Eine Wildschweinfamilie. Okay. Wird was eingetragen. Okay. So. Was ist passiert? Als ich erwachte, brannte meine Venen, als sei ich vom Blitz getroffen worden. Doch ich erinnere mich an nichts. Meine jüngste Vergangenheit besteht nur aus angsteinflößenden Bildfetzen. Eine Gestalt im Wald. Ein wütender Sturm, ein greller Blitz. Ort des Grauens? Meine Hände sind blutverschmiert, doch ich blute nicht. Wessen Blut ist das? Ich hatte ein mysteriöses Verschwinden untersucht, doch meine letzte Erinnerung ist meine Ankunft hier. Das vermisste Mädchen? Wenn ich mich nur erinnern könnte. Die verkohlten Überreste meines Tagebuchs sagen mir, ich war der Lösung sehr nah. Ich muss mein Zimmer in der Pension finden, wenn ich noch einmal über meine Beweise gehe, könnte mir alles wieder einfallen und ich kann den Fall wieder aufnehmen. Seltsame Ereignisse. Ich sah in Roben gekleidete Menschen, die Straße entlang schreiten. Wohin gehen sie? Sollte sie sich nicht um ihre Häuser kümmern oder Hilfe rufen? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Wer sind sie? Okay, wir sollten aber erstmal ins Zimmer. Das heißt, warte, das Auto lassen wir mal ganz kurz außen vor. Gucken einmal ganz kurz. Okay. Gut. Wir kommen also tatsächlich nur nicht rein. Aber müssen wir uns hier erstmal umsehen.
Der Motor ist noch heiß. Aus der Batterie tritt Säure aus. Okay, also nichts, was wir da jetzt gerade anfassen sollten. Der Unfall muss die Hupe beschädigt haben. Sie funktioniert nicht. Detective, vor 30 Jahren untersuchte ein Privatdetektiv namens Richard Hamilton das Verschwinden einer weiteren Person in Maple Creek. Als er sich selbst in Luft auflöste, weder Hamilton noch die vermisste Person wurden hier gefunden. Bin nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen jedem Fall und diesem gibt. Doch seien Sie vorsichtig. Viel Glück. Josh Stephens, Leiter der SDU. Okay. Hamilton, vor 30 Jahren, welche Geheimnisse bist du auf der Spur gekommen, dass du gehen musstest? Also ich bin jetzt nicht hier die Meisterleserin. Also alleine lese ich echt sehr gern und sehr viel. Vorlesen ist nie so mein Ding gewesen. Lol. Deswegen habe ich früher hatte ich sehr, sehr starke Komplexe, sag ich mal. Ich habe oft nicht vorgelesen, einfach weil ich Schiss hatte. Fragt mich nicht warum. Aber ich hatte Schiss, dass mich so der ein oder andere halt dafür auslacht, dass ich halt. Laut kann ich überhaupt nicht gut vorlesen. Obwohl ich unfassbar gerne lese. Okay, mit dem Zimmerschlüssel können wir wohl kaum das Auto aufschließen hinten. Gut. Die Wildschweine müssten wir verscheuchen. Hier geht's die Straße entlang. Der Name der Stadt. Die Brücke. Oh, da ist jemand. Hey you, Mister, I've... No, wait, please. Seltsam. So, wir nehmen hier mal so ein Brett mit. Wie sonst was? Welcome to Maple Creek. Four Seasons Paradise. Okay. Maple Creek Aussichtsturm. Genießt das herrliche Panorama der nördlichen Appalachen. Hinweis. Münzfernrohr, Benutzung 1 Dollar. Der historische Aussichtsturm von Maple Creek für Touristen geöffnet. Kostenlos. Fakten. Nach der großen Explosion 1910 im Jahr 1911 errichtet. Mit 31 Metern ist er einer der höchsten Feuerwachtürme der USA. Maple Creek Wanderwege. Wanderwege. Maple Creek Naturpark mit über 30 Kilometer Wanderweg bis tief in die alten Hartholzwälder des Nordens. Fauna. Achtung, füttern verboten. Zedernseidenschwanz, Stachelschwein und das rote Eichhörnchen. Wahrzeichen. Überdachte Brücke. Die 1891 erbaute Brücke ist eine der ältesten in Vermont. Aussichtsturm. Der historische Turm ist der höchste hölzerne Feuerwachturm in Neuengland. Maple Creek Tree. Die mächtige rote Eiche ist ein Monument der Natur und wird auf über 550 Jahre geschätzt. Zimmer frei. Frühstück inklusive. Drei Jefferson Street. Hinweis. Nur Kurzaufenthalte. Okay. Was hat er hier abgerissen? Das Plakat muss mit dem vermissten Mädchen zu tun haben, das ich suche. Warum hat er es abgerissen? Wer war er? Ja, und vor allem, warum hat er es abgerissen? Okay, aber hier kommen wir nicht weiter. Zum Turm. Oh, hallo. Frau Eule. Oder vielleicht auch Herr Eule, man weiß es ja nicht. Die Leiter ist kaputt. Okay, da gehört was anderes hin. Das heißt, hier kommen wir auch nicht weiter. Zugangskarte. Okay,
Okay, dadurch kommen wir da aber auch nicht rein. Wie gesagt, da seht ihr halt... Ja klar, okay, jetzt kann ich den Autoschlüssel mitnehmen. Da seht ihr halt, dass ich das Spiel nicht mehr so kenne. Also nicht, dass ihr denkt, oh, sie hat das ja schon mal gespielt. Also weiß es ja eh, wie es geht. Leute, das Spiel... Ich habe das letzte Mal vor 5 Jahren, 6 Jahren gespielt. So merke ich mir die Spiele dann doch nicht. Also, ich glaube nicht, dass ihr das sagen werdet. Falls es den einen oder anderen gibt, ne, sage ich das lieber immer im Voraus. Britischer Fund, Taschenmesser und Piratensymbol. Was ist denn ein Piratensymbol? Das ist ein Anker, das war kein Piratensymbol. Britisches Fund, das ist ein Euro. Euro ist kein Brit. Das ist ein Piratenzeichen. Okay. Britisches Pfund. Britisches Pfund. Das ist Dollar. Okay. Aber wir brauchen auch ein Taschenmesser. Da. Handschellen, Pinpalette und Ölkanne. Oh, wie sie sehen, sie sind nichts. Da. Da sind die Handschellen. Ölkanne. Wischer und Wetter. Der Wischer ist da. Und das Wetter ist hier. Lineal und Feder. Wahrscheinlich so eine Feder. Okay, wir bauen aber auch immer noch das britische Pfund. Ich habe nur keine Ahnung, wo das britische Pfund ist. Ah, okay, da komme ich ins Lineal. Britisches Pfund. Bei aller Liebe, ich weiß nicht, wo das britische Pfund ist. Und was stellt man sich jetzt unter dem britischen Pfund vor? Ich weiß nicht, soll ich einen Tipp nehmen? Ich starre hier gerade echt drauf und... Wahrscheinlich sage ich dann gleich, oh, okay. Okay. Nein! Ich hab da die ganze Zeit nur ein Herz drin gesehen, ne? Ich hab da nur ein Herz drin gesehen! Lol. Okay. Gut. Dann können wir hier das Ding am aufschneiden. Gut, ich würde aber sagen, für den ersten Part reicht das erstmal. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Ciao!
started the investigation when... When what? Detective, inside are the answers to the remaining.